Ja, das ist natürlich ein Phänomen, denn die Arnim und Brentano hatten ja zunächst die jungen Brüder Grimm zum Wunderhorn herangezogen. Die haben da tatsächlich mitgearbeitet und da haben sie sowas gelernt, wie man so eine Anthologie macht und haben das dann eben auf die Märchen übertragen. Und dieses Buch ist das erfolgreichste deutschsprachige Buch aller Zeiten geworden, in 140 Sprachen übersetzt und weltweit bekannt und berühmt und auch hier in Deutschland der letzte Rest literarischer Allgemeinbildung. Woran das liegt? Die Grimms hatten ein gutes Gespür, was sind in Anführungszeichen wertvolle Geschichten. Sie haben zwar auch ziemlich unbedeutenden Kram aufgenommen, aber das ist die Minderzahl. In Wirklichkeit haben sie Dinge wie Dornröschen, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel also mit sicherem Gespür aufgegriffen, das haben sie ja nicht erfunden und nicht gedichtet, und eine solche Auswahl zusammengestellt. Und dann kommt das ganz Entscheidende, Wilhelm Grimm vor allem hat gesagt, das ist ja nicht der alte Ton dieser Geschichten. Die haben vor 200, 300 Jahren ganz anders geklungen. Da gab es die schon, aber da sind sie nicht aufgeschrieben worden. Also gehe ich her und übersetze die Texte vorsichtig zurück in eine Art temperiertes Lutherdeutsch oder Hans-Sachs-Deutsch. Und das hat einen ganz tollen Erfolg gegeben. Es ist das, man versteht es, jedes Kind versteht es, aber es hat diese unnachahmliche Patina in der Satzstellung, in einzelnen Worten, in Formeln. Und das ist das Meisterhafte bei Wilhelm Grimm und das ist meines Erachtens der Garant für den Welterfolg.